Das wird schwer. Warum nimmt man einen Hieb? Das ist ja dieser Geruch. So zwischendurch mal. Ja, eben. Hier hinten muss er abkommen. Der Schuss. Nehmen wir mal eine Probe von den Fünf-Sternen. Nehmen wir mal eine Probe, dann ist die Fünf-Sternen. Ja, das ist klar. Aber nicht immer, dann wird er los. Einmal kurz zugang. Ingenieur aus Lippstadt, Christian Sommer in Gütersloh zu Hause, sind die nächsten Starter, also auch sie hier mit Heimspiel ganz klar unterwegs und wir sind gespannt auf das Ivan-Team. Hier jetzt ebenfalls ins Finale reinrauschen kann, ähnlich aufgebaut wie der Whispering Giant, ähnliche Motorvariation, ähnlicher Antrieb, das ist alles ziemlich identisch und es liegt förmlich nach Bull-Bull. Christian Sommer und Ivan.
Veranstaltung hier in Deutschland nochmal wieder. Ich persönlich finde ihn gar nicht schlecht mit den drei grünen 4V8-Motoren und 6.500 PS. Ja, Fechter NM909, ein VW, und Fechter HI24, ebenfalls ein VW. Dazu der Volvo STC 772. Bitte die Fahrzeuge her. Sind unterwegs, 30 Kontinentalmotor, 3500 Umdrehungen, Twin-Turbo, 2000 PS, hier nur zum Testen, denn sie fahren normalerweise in der zweiten Top-Klasse, das Team sprintet hoch zur 50-Meter-Marke, Wasser wird schon bereitgestellt, der Conti wurde nochmal komplett bearbeitet im letzten Winter, schauen wir, was die Lombardschenkuller hier aus Fischbach anstellen, sie sind jetzt auf. Zu zeigen, dass sie zu den Besten in den Niederlanden gehören. Das ist der Wahnsinn, also das haben wir lange nicht erlebt. Der Teamchef war eben gerade bei mir und sagte, Ulf, das geht so nicht. Was können wir tun? Und wir haben kurz gesprochen und er wird mit der Finaleinstellung gleich einmal zur Show fahren, ohne hier irgendwie ein extra Set zu bekommen. Einfach nur, um dem Publikum zu zeigen, was drin steckt in den 6.500 PS. Das finde ich natürlich eine Riesenaktion von den Black Cat Jungs. Und wir fahren aber trotzdem erst einmal das Finale. Wir fahren erst einmal den Herrkönig mit Matthias Vogelsang. Das war der Erste, der sich hier knapp über die 100-Meter-Marke gerettet hat. Mit 4.500 PS und 3 Turbinen. Dann geht es weiter. Dann kommt der Green Fighter. Dann kommt der Whispering Giant. Das Green Monster, dann der Ivan. Das wird eine heiße Kiste werden. Finale 3,5 Tonnen Klasse. Matthias Vogelsang und der Erlkönig. Matthias Vogelsang und der Erlkönig im Finale legen vor, die drei russischen Turbinen laufen sehr, sehr gut und es geht Richtung 100 Meter Marke. Das ist die Quote, was er vorgelegt hat. 5 Hans, Josef, Bastian und der Blühfeuer. Er kommt vor den Bremswagen gefahren. Und sie haben noch ein bisschen Licht auf die Vorderachse gefahren. Und wir begrüßen den Zweiten. Ja!
Wahnsinn. Hier kommt der Hinterscheid. Oh. Ah, ich glaube nicht. West Orange Giant aus den Niederlanden mit Bastelfee. Und wir sind gespannt, ob er einen drauflegt auf höchsten Seite. Wie schaut sich die Kurve? Und dann kommt ja auch noch das Schwiebanzer. Das eventuell noch wieder einen drauflegt. Hier muss der Bastelfee. Ja, dann bin ich der Rico.